Desiree Treichel-Stürk, eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Mutter von drei Kindern, erfolgreiche Zeitschriftenherausgeberin, Opernballdirektorin. Sie weiß, wie man mit Charme und Eleganz besser durchs Leben kommt. Wie es geht, verrät ihr Ratgeber Lebensstil. Ein humorvoller Stilguide für jede Lebenssituation. Und auf keinen Fall ein strenger Knigge. Ein Knigge im klassischen Sinne ist es nicht, weil ein Knigge ist ja immer so ein bisschen mit Zeigefinger. Ich würde sagen, es ist ein lustiger, charmanter Stilguide. Stilvolles Benehmen ist für Desiree lernbar. Und dabei geht es nicht nur um Tischmanieren und die richtige Anrede, sondern auch um Respekt und Achtung gegenüber Mitmenschen. Die gute Kinderstube versucht die Karrierefrau und Mutter auch bei ihren eigenen Kindern fest zu verankern. Meinen Kindern habe ich als erster beigebracht, Bitte und Danke zu sagen. Und nett grüßen. Neben Tipps für die Kindererziehung, Do's und Don'ts in Job und Gesellschaft, sowie einen eigenen Kapitel über Mode, erklärt Desirees Lifestyle Guide auch, wie man sich in virtuellen Welten wie Facebook und Co. zu benehmen hat. Das Ganze natürlich mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Geschichten zum Schmunzeln, wie zum Beispiel Desirees schlimmsten Fauxpas. Mein größter Fauxpas war bei einem Besuch bei unserem Bundespräsidenten und ich wurde ihm vorgestellt und bin über meine eigenen Füße in seine Arme gestolpert. Das war schrecklich. Aus Fauxpas noch das Beste herausholen, mit Selbstbewusstsein und Charme jeder Situation gewappnet sein und dabei nie auf Respekt und Achtung vergessen. Mit diesen Tipps kommt man einfach leichter durchs Leben. Das Wissen, wie man sich wo gibt, in Kombination mit einer guten Erziehung, ich glaube, das ist schon ein großer Schlüssel zum Erfolg. Und der beste Beweis dafür ist Desiree selbst. Karrierefrau, Mutter und Stilikone. Ihr charmanter Stilguide zeigt, wie es geht. Ab jetzt im Buchhandel.